Ein Bike für alles, von City-Tracking bis hin zu Geländeeinsätzen, das ist der Traum vieler Radfahrer. Doch gibt es sowas überhaupt? Die E-SUVs scheinen das ja zu können, aber stimmt es wirklich? In diesem Video möchte ich dir mal die Kategorie erklären. Wie sind meine persönlichen Erfahrungen damit? Ich habe in letzter Zeit sehr viele E-SUVs gefahren und getestet. Und für welchen Fahrer ist die Kategorie am besten geeignet? Ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, servus, ich bin der Anni, seit über 20 Jahren auf dem Mountainbike unterwegs und auf allen verschiedenen Arten von Fahrrädern. Und in letzter Zeit habe ich sehr oft die E-SUVs getestet. Warum, kläre ich dir da noch im Video. Aber ich möchte dir jetzt erst einmal erklären, worum es sich bei den E-SUVs überhaupt handelt. Eine Sache vorweg, das Spektrum der E-SUV-Bikes ist ziemlich breit. Was meine ich damit? Sprich, es gibt Hardtails, also sprich nur vorn gefederte SUVs, die halt eher auf sag ich mal, den City- und Tracking-Bereich ausgelegt sind. Und dann gibt es vollgefederte E-SUVs mit bis zu 150 mm Federweg, die dann schon in den Gelände- bzw. Mountainbike-Bereich reinragen. Also bei dem Begriff muss man schon ein bisschen aufpassen. Und da gehe ich dann später auch darauf ein, für wen welches dieser SUVs am besten geeignet ist. Das hängt sehr stark von den eigenen Präferenzen ab. Aber dazu kommen wir eben später. Und jeder kennt den Begriff natürlich aus dem Automobilbereich. Das steht für Sports Utility Vehicle, also ein sportlicher Allrounder, der auch Geländeambitionen hat. Also ein E-SUV soll im Endeffekt eine gute Langstreckentauglichkeit bieten. Die meisten Bikes haben die Möglichkeit, Gepäck wirklich gut mitzunehmen. Es soll grundsätzlich eher auf der komfortablen Seite liegen. Und Schutzbleche und so weiter gehören bei den meisten SUVs zum Standardprogramm, ebenso wie Beleuchtung. Und im Endeffekt soll es einfach ein vernünftiges Gesamtkonzept sein. Die neueren Modelle kommen mittlerweile auch mit ABS-Bremsen, aber die Ausstattung hängt natürlich immer entsprechend vom jeweiligen Modell ab. Wir waren bei den SUVs aus dem Automobilbereich am Anfang auch eher skeptisch und wir sind früher von VW-Bus bis hin zu verschiedenen Kombis schon viele verschiedene Fahrzeuge gefahren und letztendlich jetzt beim Auto auch beim SUV gelandet, nämlich beim Tesla Model Y. Und wir kommen eigentlich super zurecht damit. Wir haben viel Stauraum, gute Bodenfreiheit und im Endeffekt ist es wirklich ein vernünftiges Gesamtpaket, auch für eine Familie. Und bei den E-SUV-Bikes soll es im Endeffekt ähnlich sein. Ja? Im Endeffekt ein Fahrzeug, mit dem du alles machen kannst. Und sprich, Gepäck mitnehmen, komfortabel unterwegs sein und auch ein paar Geländeeinsätze sollen damit möglich sein. Wie sind meine persönlichen Erfahrungen mit den E-SUVs? Ich bin in letzter Zeit viele verschiedene Modelle gefahren, unter anderem auch das Victoria E-Parcours. Das ist ein Fully mit, ich glaube, 120 mm vorn und hinten. Über das Victoria Avian bis hin zu dem Victoria Fibron, das ich hier neben mir habe. Das ist im Endeffekt ein Hardtail-SUV, also nur vorne gefedert, vorne mit 100 mm Federweg. Und ich muss sagen, dass ich die Kategorie in letzter Zeit extrem gern gefahren bin und ich kann dir auch sagen, warum. Neben den ganzen Mountainbike-Einsätzen, die ich fahre, sind wir heute als Familie, aber ich auch im Moment so ein bisschen als Pendler von unserem neuen Standort nach Regensburg unterwegs. Und vor allem für eine Familie ist es super genial. Jede Mama und jeder Papa kennt es. Man muss immer viel Gepäck dabei haben. Und unsere Kinder lieben es, immer noch auf dem Radl mitgenommen zu werden. Sprich, ich kann beim E-SUV mit dem Gepäckträger hinten einen Kindersitz montieren oder Gepäcktaschen oder kann halt auch wirklich vernünftig Fahrradanhänger ziehen, weil der Motor schiebt mit dem großen Akku super und du hast eben auch eine gute Reichweite. In dem Fall ist ein 750 Wattstunden Akku verbaut und da sind wir auch schon sehr lange Tagestouren gefahren und da sind wir immer super damit zurechtgekommen. Was halt auch super ist für sportliche Familien, dass man auch mal leichte Geländeeinsätze fahren kann. Das heißt, wenn es irgendwo wurzlig wird, ist es nicht gleich super unangenehm, sondern man hat wirklich etwas Reserven durch die Federgabel bzw. bei den Fullies auch mit der Federung hinten und durch die dickeren Reifen. Also man kann hier schon eigentlich vernünftig im mittelmäßigen Gelände fahren. Es hat natürlich seine Grenzen. Und der letzte Punkt, warum ich das Bike wirklich gern hernehme, ist, im Moment fahre ich von unserem neuen Standort aktuell noch übergangsweise nach Regensburg. Das sind 57 Kilometer über
Radwege, aber auch teilweise Geländepassagen. Und es ist wirklich genial. Ich habe heute eine aufrechte Sitzposition, die für solche längeren Strecken angenehmer sind wie jetzt beim Mountainbike. Und ich muss heute nicht mit dem Rucksack fahren. Und für die Geländeeinheiten, die ich jetzt hier habe, brauche ich eben auch keinen Rucksack, beziehungsweise kann heute das Gepäck wirklich gemütlich am Gepäckträger montieren. Ich habe da immer meinen Laptop und eine Seitentasche von Thule dabei und das ist ein super Konzept. Und was ich mittlerweile echt zu schätzen weiß, das sind so Sachen wie zum Beispiel ein richtig gutes Licht. Ich traue mich das eigentlich als Mountainbiker gar nicht sagen, weil es früher uncool war, aber wenn du ein ordentliches Licht hast und auch Schutzblecher, wenn es irgendwie mal matschig ist zurzeit, das sind echt so Sachen, die ich im Moment für diese Geschichten zu schätzen weiß. Und wenn wir entweder Familienausflüge oder ich irgendwie die Pendlerstrecke eben oder auch mal Einsätze fahre, wo ich nicht so ins Gelände fahre, dann greife ich echt super gern zum E-SUV. Das ist von den ganzen Kategorien mittlerweile eine meiner Lieblingskategorien geworden. Und noch so eine Sache, da hätte ich früher gesagt, das ist uncool, aber du siehst es schon. Es hat heute einen integrierten Radlständer, das ist eine Kleinigkeit, aber das ist auch was, was man zum Beispiel beim Mountainbike abgeht. Wenn man irgendwo unterwegs ist, muss man so seitlich hinlegen. Das ist natürlich eine andere Kategorie, ist mir schon klar. Aber so als Gesamtpaket ist das E-SUV echt eine super Sache. Das ist also als solches meine persönliche Meinung und ich benutze es wirklich sehr gern. In dem Video möchte ich jetzt weniger auf die unterschiedlichen Motoren und Akkus eingehen. Es gibt verschiedenste Kapazitäten, sprich Akkugrößen und verschiedenste Motoren. Eine Sache, die ich erwähnen möchte und die mir wirklich gut gefallen hat bei dem Bike jetzt, und zwar ist es eine Getriebenarbe mit eigentlich Automatikschaltung, und zwar ist es eine Enviolo Getriebenarbe und die Automatikschaltung. Ich hätte mir das früher nie gedacht, die funktioniert wirklich sehr gut. Jeder kennt das Lager aus dem Auto, jeder hat einen Freund, der sagt, die Kupplung ist einem lieber, und der andere sagt, die Automatikschaltung ist einem lieber, aber diejenigen, die dann irgendwann mal länger Automatikschaltung gefahren sind, oder zum Beispiel auch beim E-Auto, da wo du ja im Endeffekt immer nur aufs Strompedal drückst, wenn man das mal gewohnt ist, ist das super komfortabel, und ich hätte mir das nie gedacht, dass ich das mal beim Bike sagen würde. Aber die Automatikschaltung ist wirklich hervorragend und vor allem für diese Art von Bike, da wo ich ja zum Beispiel nicht im Gelände schnell für mich persönlich irgendwie was anpassen muss, sprich die jeweilige Übersetzung, das muss ja im Gelände oft schnell gehen oder ist oft sehr individuell. Wenn ich jetzt hier auf dem Radlweg oder im leichten Gelände unterwegs bin, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die Schaltung das wirklich gut für mich regelt, und ich bin jetzt mit dem Radl eigentlich nur mit der automatischen Einstellung unterwegs gewesen. Kurz noch zum Thema Reichweite, hier ist ein 750 Wattstunden Akku verbaut, und ganz ehrlich, ich fahre oft wirklich die stärkste Unterstützungsstufe, wenn ich jetzt zum Beispiel längere Strecken habe, und ich würde gut 100 Kilometer mit der stärksten Unterstützungsstufe kommen. Wobei ich schon selber gut mittrete und oft ist auf Anschlag bei 25 km/h liegt. Aber Reichweite ist echt top. Ich hätte da eigentlich keine Wünsche nach oben offen. Und wenn es größere Strecken sind oder so Mehrtagestouren, dann schmeißt man halt mal das Ladegerät mit rein. Aber das funktioniert mit dieser Bike-Kategorie echt super im Vergleich zu den Light E-Bikes, da wo es vielleicht noch ein paar Einschränkungen gibt. Ich bin ja schon einige Geländeeinsätze damit gefahren. Das hat natürlich Grenzen, aber ich habe es teilweise versucht, ein bisschen zu übertreiben, und Drops oder so sollte man natürlich nicht springen. Aber wie gesagt, Wurzel- und Steinpassagen, die sich in Grenzen halten, sind mit dem E-SUV auf jeden Fall machbar. Kommen wir aber auch zu einem größeren Nachteil, der jetzt mir eingefallen ist, und zwar ist es hauptsächlich das Gewicht. Aufgrund der ganzen Ausstattung wiegen die Bikes oft gerne mal an die 30 Kilo. Hier beim Victoria Fibron haben wir jetzt einen Carbonrahmen und das ganze Bike ist schon eher noch auf, sage ich mal, ein bisschen leichter getrimmt. Es ist so, dass das Gewicht schon mit reinfällt. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel das Bike auch mal auf den Fahrradträger vom Auto hochheben muss oder wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man das Bike wo rüberheben muss und rüberwuchten, das ist einfach der Ausstattung und so weiter geschuldet. Aber dem muss man sich natürlich bewusst sein.
Eine Sache, die ich aber noch erwähnen möchte, sind die Rahmenformen, und zwar zum einen Diamantrahmen und Tiefeinsteiger. Da gibt es zum Beispiel beim Victoria Epacur das Modell nur als Tiefeinsteiger, ist aber sowohl für, also ist ein Unisex-Modell, sowohl für Frauen als auch Männer. Und ihr kennt es natürlich noch von früher her, da waren die Tiefeinsteiger im Endeffekt immer die Damenvorräder. Aber ich muss sagen, früher war es ja so, dass die Diamantrahmen einfach mehr Stabilität geboten haben, etwas steifer waren, weil die Sitzstrebe natürlich nach oben drückt, wenn man jetzt irgendwie im Gelände fährt. Da ist der Diamantrahmen als solches einfach immer im Vorteil gewesen. Aber die neueren Materialien und so weiter, die sind so gut, dass von der Stabilität her der Unterschied nicht mehr so gravierend ist. Und wenn ich jetzt irgendwie die Wahl hätte, vor allem wenn ich mit Kindern unterwegs bin, weil wenn du zum Beispiel einen Kindersitz hinten montiert hast, dann tust du dich mit dem Diamantrahmen schon etwas schwer, aufs Radl zu kommen. Und das mit dem Tiefeinsteiger super gemütlich. Also wenn man sich das irgendwie überlegt, macht ein Tiefeinsteiger durchaus auch für Männer Sinn. Und mei, von der Optik her, wie gesagt, ist es halt noch so ein bisschen stigmatisiert als Damenrad. Aber ich glaube, das kommt immer mehr, dass auch die Männer zu den Tiefeinsteigern greifen können. Und die haben, wenn man jetzt halt extrem im Gelände oder so fährt, eigentlich kaum mehr Nachteile. Für wen ist jetzt eigentlich ein E-SUV geeignet? Und das ist sehr individuell. Wie ich dir vorhin schon erklärt habe, ist die Bandbreite dieser Kategorie eigentlich ziemlich groß. Und du musst halt wissen, bist du eher ein gemütlicher, komfortorientierter Fahrer oder eher ein sportlicherer Fahrer, der auch gerne mal ein bisschen ins Gelände fährt. Daran würde ich das, oder davon musst du das abhängig machen. Und wie gesagt, die Fully E-SUVs, die schon ziemlich viel Federweg haben, weil wenn wir ehrlich sind, das ist ja eigentlich schon ein normales Mountainbike mit Gepäckträger und Schutzblechen. Und du siehst schon, der Begriff, der ist sehr dehnbar. Aber wenn du jetzt dich da irgendwie angesprochen fühlst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal verschiedene Bikes Probe zu fahren. Ich kann dir nur sagen, die Geometrien, die sind teilweise eben sehr stark unterschiedlich. Manche sind sportlicher, wie zum Beispiel auch hier das Victoria Fibron. Also ein bisschen gestrecktere Sitzposition, mit dem man aber wirklich gut Kilometer schafft. Und dann gibt es aber auch komfortablere Versionen, da wo man etwas aufrechter sitzt. Und da musst du einfach, sage ich mal, viele Probefahrten machen. Aber als Allround-Bike würde ich sagen, ist ein E-SUV echt eine sehr gute Option. Man könnte sich ja zum Beispiel auch überlegen, sage ich mal, das Schritt für Schritt auf- oder abzurüsten. Sprich, wenn man irgendwie öfter im Gelände unterwegs ist, könnte man zum Beispiel auch mal einen Gepäckträger und so weiter abmontieren. Genau, dass man das Bike irgendwie individualisiert, dem Fahrprofil entsprechend. Ich glaube, dass die E-SUVs wirklich eine extrem große Anzahl an Bikern ansprechen, von City-Tracking-Fahrern bis hin zu, sage ich mal, Light-Mountainbikern, aber auch für Familien, die mit Kids unterwegs sind, für, ich sage mal, Bikepacker, die wirklich Abenteuerreisen mit dem Bike unternehmen wollen und die Option mit den Seitentaschen und so weiter ausnutzen möchten. Es gibt bei dem Bike weitere Aufnahmepunkte für Gepäck und so weiter. Und ich glaube, dass die nächsten Jahre diese Kategorie immer weiter zunehmen wird, weil man es auch individualisieren kann mit den Gepäckträgern, mit dem Licht und so weiter. Und im Endeffekt ist es wirklich ein gutes Gesamtpaket für viele Fahrer. Wie siehst du die ganze Sache? Wer von euch hat ein E-SUV-Bike? Und wenn du noch irgendwelche Fragen zum Thema E-SUV haben solltest, schreib mir gerne einen Kommentar. Ich beantworte den sehr gern. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like bzw. ein Abo freuen. Das unterstützt den Kanal und pusht den Algorithmus. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, immer allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Video. Ciao, dein Andi.